Mein Name in Second Life ist Kyberpunk Korhonen. Kyberpunk ist der Titel des Blogs, das ich seit 2004 führe. Korhonen ist Finnisch. Warum ich so heiße? Ich habe meinen Avatar 2007 registriert. Eigentlich wollte ich nur ein paar Bilder für eine Science-Fiction-Lesung machen und dachte mir, für die 5 Minuten ist das sowieso egal, wie ich heiße. Aus 5 Minuten wurden 8 Jahre. Und dann habe ich meine Frau in der virtuellen Welt kennengelernt. Hallo, mein Name in Second Life ist Sausalina Rico. Ich habe den Kyberpunk geheiratet. Also nicht den Avatar, sondern die Steuereinheit dahinter. Ich habe ihn in Second Life kennengelernt bei einer Lesung. Und das ist es, was wir hier tun. Lesungen veranstalten. Lesungen und virtuelle Theaterstücke und Comedy-Shows. Bisher haben wir mehr als 100 Autoren für Lesungen im Cyberspace gewinnen können. In den grandiosen Bühnenbildern, die unsere Freunde Barlock Barbosa, Bastian Barbosa, Claire de Luna Chevalier, Bukton Bloch bauen. Für Autoren wie Anja Bagus. Oder Horus Odenthal. Oder Kyberpunk. Oder Selma Spiewig. Oder Susanne O'Connell. Oder Jennifer B. Wind. Frederik Brake. André Wiesler. Jan-Tobias Kitzel. Oder Merlin Thomas. Und unsere Reise durchs Metaversum geht weiter.